bin in... Ich komme nicht mehr raus. Wo kann ich sein? Wart ihr schon mal irgendwo, wo ihr nicht mehr herauskommt? Wie heißt das noch? Wie heißt das noch? Ah, gleich fällt's mir ein. Bin ja schon wieder hier. Ja, da sieht's gut aus. Falsch. Das war nichts. Aber da. Moment. Was ist das? Das lag hier auf dem Boden herum. Eine Ansammlung von Fäden. Moment. Aha. Jetzt ist es nur noch ein Faden und... Wenn ich in diese Richtung gehe, ist er ganz schlappig. Aber in diese Richtung ist er fest. Vielleicht ist das ein Trick. Ah, ich gehe einfach dem Faden nach. Bin ich froh, dass ich wieder da bin. Das alles ging nur, weil ich bei mir zu Hause in der Küche den Faden festgeknotet habe und zum Glück habe ich ihn im Labyrinth wiedergefunden. Eure Aufgabe für heute ist es, mit mir ein schönes Labyrinth zu entwerfen, aus dem man nicht so leicht wieder rauskommt wie ich mit dem Faden. Und wo wir das machen, zeige ich euch mal jetzt, nämlich hier in meiner Küche. Da hinten ist der Arbeitsplatz mit Computer, Zeichenbrett, bisschen was zu trinken, eine Maus liegt da auch und Stifte. Und das ist der Faden. Der hat mir aus dem Labyrinth geholfen. Den brauchen wir jetzt zum Arbeiten wahrscheinlich nicht mehr. Aber einige andere Sachen. Ihr braucht alle euren Zeichenblock oder ein einfaches weißes Blatt DIN A4 Papier. Ihr braucht noch einen schwarzen Stabilo und dann vielleicht, wenn ihr das nicht gerade habt, einen Kugelschrauber, tut es heute auch mal. Und was ihr auf jeden Fall aber braucht, legt die anderen mal weg, ist ein blauer Buntstift zum Vorzeichnen. Was ihr nicht braucht, ist ein Radiergummi. Einen Spitzer braucht ihr noch. Jetzt gibt es aber erstmal eine Rechercheaufgabe für das Internet. Da solltet ihr euch ein bisschen über Labyrinthe schlau machen.